Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, dann eine Schnellreise. Was machen wir denn? Brennspeer, suche Jitaka. Ach, da sollte ich ihn ja treffen. Muss nicht unbedingt sein. Haben wir noch irgendwas abzugeben? Ansonsten würde ich ganz gern mit der Hauptquest weitermachen. Aussichtspunkt. Ah, bringe das Überwachungs... Also in die Basis. Okay, das können wir wann anders machen. Da müssen wir sowieso hin. Lehrmeister, nein. Ich weiß nicht, warum ich da immer raufklicke. Okay, die Reliktruinen sind jetzt ja passierbar, seitdem wir die Metallblumen kaputt machen können. Ich würde sagen, mach mal direkt die Hauptquest weiter. Reisen bestätigen. Ich hätte die Quest natürlich auch noch auswählen sollen. Das war ein bisschen dämlich, aber sobald sich das Spiel mal entschieden hat, dass es genug geladen hat, können wir das ja noch machen. Obwohl, wir finden es auch so. Und jetzt lädt die Karte erstmal nicht. Na gut. Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Jo, sehr gut. Ich erwarte die auch drin. Wo sollten sie auch sonst sein? So. Komm schon, Karte. Öffne dich. Irgendwann ist doch mal genug geladen. Du warst doch gerade da. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Ja. Ach stimmt, da war ja die andere AI drin. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena. Hinter dem Thron. Sehr gut. Dankeschön. Habe ich das schon gescannt? Halle der Helden? Ja, ganz, ganz bestimmt. So, dann setze ich mich einmal auf den Thron. Na, schade, dass das nicht geht. Hätte mich jetzt gefreut. Also da geht's nicht lang. Hier geht es wohl zur Arena. Jo, ich habe auch den Eindruck. So, jetzt warten wir mal. Ein Mississippi. Zwei Mississippi. Drei Mississippi. Wie viele Mississippis müssen wir denn noch auf die Karte? Ah! Genug Mississippi. So, einmal markieren. Wunderbar. Nur, dass ich nicht währenddessen desorientiert bin. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Da ist er ja, das alte Haus. Zu einem Kampfring umgebaut. Schau sie dir an. Muss ich jetzt wieder kämpfen in so einem Kampfring? Habe ich doch im ersten Teil schon erfolgreich gemacht. Du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Ich hab's hier eingerissen. Hat geholfen. Ja. Mhm. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Dankeschön. Aber jetzt steht die Kulrot bevor. Ja, und wieso ist das mein Einige Problem? Einige nehmen teil, andere sind Zeugen. Ja. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Mhm. Und wie ist der Plan? Cortalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Dann werden sie über den Thronsaal kommen. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Mhm. Du stößt dort zu unseren Leuten. Mach ich Halte das? Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Ich will belohnt werden, nicht vor, entlohnt. So gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Ja, ja. Ich bin gerüstet. Fangen wir an. Bringen wir es hinter uns. Hm. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest. Sehr gut. Mach's gut. Ciao. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Ja, ja. Wenn du noch lebst. Jo. In der Truhe ist Rüstung. Nimm sie. Sie könnte nützlich sein. Ja, da verlasse ich mal mich drauf. Komm schon, hier mit der Rüstung. Gut, und Tenakt Marschallin. Marschallin. Outfits. Sieht gar nicht so schlecht aus. Was hat die denn für Vorteile? Die hat minus 19 Säure und minus 19... Ah nee, das war ja die Scharmützlerin, die ich mir gekauft habe. Ach, das ist die neue. Ja, könnte man auch haben. Was ist denn das für ein komischer Partyhut, den ich da auf habe? Sieht ja aus wie ein Fisch. Und so gut ist die, glaube ich, nicht im Vergleich zu meiner. Nee, ich habe hier nur Löschwascher, weniger Resistenz, als mir lieb wäre. Aber wir können den Look vielleicht mal anwenden. Look anwenden und hier... Vielleicht Gewebe bearbeiten, die ist hier ausgerüstet.
Bearbeiten. Platz auswählen. Was? Ich will doch bearbeiten. Ah, Feuerverteidigung plus 13%. Plus 8%. Och, dann haben wir gar nicht so viel da. Nahkampfverteidigung plus 4. Nahkampfschaden nur plus 1. Oh, nicht sehr viel. Ah, plus Fernkampfverteidigung. Aha. Okay, ich würde sagen, wir machen die Feuerverteidigung weiter. Ja, das können wir noch nicht modifizieren. Ansonsten. Ja, der Look ist angewandt. Ansonsten würde ich die, wie gesagt, nicht ausrüsten. Die Utaru-Drescherin wirkt am sympathischsten im Moment. So, Waffen. Könnte man bestimmt auch mal irgendwas reintun. So, das ist doch... Plus 20% Überspannschaden ist natürlich genial. Achso, die Spule ist noch gar nicht drin. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit plus 25%. Alter. Also aber viel. Stoßschaden. Bauteilabriss plus 25%. Getränkt. Gegnerschaden. Aha. Niederschlagskraft. Reichsschaden. An Reis will ich doch gar keinen Schaden ausrichten. Ich glaube, den Witz mache ich auch jedes Mal. Wenn ich es als Witz bezeichnen kann. Wir nehmen... schnelles Nachladen. Warum nicht? Das war jetzt keine leichte Wahl. So, was haben wir noch? Diese Schleuder. Was haben wir da? Erhöht Löschwasserschaden und Aufbau. Also wahrscheinlich, wie schnell der Statuseffekt aufgebaut wird. Nahkampf, Folgeangriff, schnelles Nachladen. Nö, Säure plus 15. Kritischer Treffer plus 15, warum nicht? Und da können wir nichts mehr machen im Moment. Hier vielleicht beim Bolzenwerfer, das ist doch der Bolzenwerfer. Niederschlagskraft, schnelles Nachladen. Wäre natürlich perfekt für den. Mach mal das mal. Fortfahren und dann muss man den Bogen halt das mit dem Schaden nehmen. Da ist jetzt auch kein Schaden dran. Bauteilabriss oder... Ja, nehmen wir Bauteilabriss. Damit können wir zumindest zielen. So, dann auf ins Gefecht. Warum springt die Fremde so her? Egal, soll sich hin. Weil die Fremde es kann. Deswegen alle Kategorien auffüllen. Wunderbar, hier haben wir noch eine Werkbank. Vielleicht können wir noch was klöppeln. Zumindest da nicht bei meinem aktuellen Outfit. Waffen-Upgrades... Auch nicht wirklich. Fallenherstellung. Elite-Sprengfalle herstellen. Warum denn nicht? Fortgeschrittene Löschwasserfalle. Und was ist das? Fortgeschrittene. Okay, wir nehmen die Elite. Ach, kann ich nicht mehr. Na naja, gut. Holen. Die Frage ist nur, ja, wann? Ja. Das ist eine Zeremonie. Keine Unterhaltung. Ja, steckt euch eure Zeremonie sonst wohin. Ich will doch noch kämpfen. Es braucht mehr als Mut. Wieso seid ihr hinter mir so laut? Komm schon, ich will nur kämpfen. Ich will nur kämpfen. Gesundheit. Niesen aber sehr viele Leute hier. Ah, Tekoti, mit dir will ich aber nicht wirklich reden. Tekoti hat wohl sein Ego zu Hause gelassen. Ja, der kriegt okay. Gleich ja auch aufs Maul. Die Verteidiger sollten am Ende dieses Grabens sein. Ja, da bin ich gespannt. So, Munition sieht gut aus. Bolzenwerfer muss nachgeladen werden. Das geht jetzt ein Viertel schneller. Nein, nicht aufstellen. Was machst du denn, Aloy? So, und dann sind wir kampfbereit. Sehr schön, ihr steht schon in einer Reihe. Das ist die perfekte Kampfformation. Wieso muss ich jetzt wieder einen Weg finden, wie ich da hochkomme? Da ist eine Waffe. Die nehme ich doch während des Gefechts. Jungs, wie schließe ich zu euch auf? Hier irgendwie? Nö. Gibt's hier einen Weg für Leute, die keine Ahnung haben, wie es hochgeht? Hallo? Au. Ihr müsst es doch nicht so rätselhaft hier gestalten. Alles gut bei euch? Ich würde sagen, ja. Komm mal hier wenigstens hoch. Ja. Yeah. Und gib ihm Aloy.
Ich glaube nicht, dass ich den... da ist einfach eine Treppe. Leiter. Ups. Kann jedem mal passieren, oder? Die blendet sich im Inventar so schön ein. Die Maschinen müssen weg. Die Maschinen müssen weg. Ohne sie die Maschinen müssen weg. Sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, das ist aber meine Ansage. Passt aufeinander auf. Geh nun. Sehr gut. Ciao. Nicht so viel labern, mehr ballern. Sie verteidigen die Coolroute von unten. Doch das ist sehr Coolroute von ihnen. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Schankedön. Regala hat ihre Tricks. Oh, ich hab auch noch ein paar Tricks. Haben dafür dich. Eben das. Ich hab sogar den Fischkopf auf. Yay. Tenakt. Der wird gleich bestimmt vom Pfeil durchbohrt. Die Coolroute erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer. Yay. Neues Blut. Lass die Beute los. Ja, viel Spaß damit. Tretet vor. Die zwei Frauen sehen aber echt cool aus. Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn. Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm. Ist das alles, was man tun muss, um Marschall zu werden? Dann will ich Häuptling werden. Ihr solltet doch aus der Luft angreifen. Ich kann gar nicht zusehen. Andersrum. Wieso muss ich zusehen? Ich will doch selber kämpfen. Vorsicht, Leute. Hau ihm aufs Maul. So. Wo ist denn die Störenfrieden? Ja, kommen ja welche. Da kommen sie! Auf sie mit Gebrüll! Oh, ich mag die Mission jetzt schon. Verteidigt die Coolroute! Weiter feuern, Taylor! Ja, danke. So viel Schuss habe ich halt nicht. Die Coolroute muss verteidigt werden. Komm schon! Ja! Oh oh. Oh oh. So viel Schuss habe ich nicht mehr. Auf die Weichteile, auf die Gefahrenstellen, auf die empfindlichen Teile. Oh, ein Dinosaurier. Diesmal ein echter. Muss ich nachladen oder war es das jetzt? Au! Au, 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 au. Hilf! Ja, da bin ich, glaube ich, ganz gut drin, keine Maschine durchzulassen. So, der ist down. Ich hoffe, ich kann die alle looten. Halte durch, Krieger des Westens. Ja, voll auf deine, auf dein Geschütz. Worauf aufpassen? Oh, vielleicht sollte ich das große Fieder mal platt machen. Da hat Regala doch keine Chance. Nicht, wenn ich so on fire bin. Dankeschön. Ich gebe mein Bestes hier. Ah. Ja, hat Spaß gemacht. Ah, da ist hier noch ein. Da ist hier noch ein Fritze. Tja. Hammer's. Dann war doch sehr leicht. Yay! Aloy wird Häuptling. Da. Vielleicht war das nur ein Ablenkungsmanöver und die kommen hinter uns. Was Großes. Ich weiß nicht. Vielleicht wieder so ein Erdwurm. Los, aus dem Weg! Haltet die Stellung! Los! Welche Stellung? Aloy, ich wollte looten.
Aloy! Mein Loot! Oh, nix war's mit Loot. Na, zum Glück sind wir da gerade noch reingekommen. Hat nicht so ein Ding schon mal erlegt? Oh je, lass den Thronsaal in Ruhe. Da muss ich nochmal in den Keller. Hi, Regala. Tja, so ein Tunnelvieh ist nämlich ganz gut. Kämpft! Kämpft! Mehr kämpfen. Das ist nicht gut. Hi. Willst du aufs Maul? Ich glaube, die will aufs Maul. Dann wollen wir mal. Ah, das ist ja noch nur eine Kobra. Nichts leichter als das. Dem Gift ausweichen. Dem Gift ausweichen. Los, schnell zur Waffe! Ich locke das Ding zu mir, dann schießt du! Oh, wir brauchen Steine. Das erste Mal seit etlichen Episoden. Das ist eine Schlange. Wir müssen das Ding vernichten und Regale einholen. Ja. Wenn sie es entspannt. Ja, wird schon. Ich hab doch nachgeladen. Aloy, ausweichen. Du solltest doch ausweichen. Ja, komm, gerade gegen Löschwasser bin ich nicht so effektiv. Beziehungsweise ist meine Rüstung echt scheiße. So, wir kleben die Schlange einfach fest. Ich bin auf Position. Runter. Sehr mit gut. Dem Teil. Mit welchem Teil? Au. Au. Halt mal still. Zu wenig Ausdauer. Das höre ich doch oft. Mut. Mist! Sie ist zu nah! Wegklopfen von der Balliste! Ja. Wo ist denn die Balliste? Lass das mal. So eine unfreundliche Schlange. So eine unfreundliche Schlange. Sie ist zu nah. Wegklopfen von der Balliste. Ich gebe mein Bestes. Nein, wo ist ein Bauteil, was ich abschießen kann? Komm schon. Irgendwas wird doch mal abgehen wollen. Was geht ab? Nix. Hab daneben geschossen. Ups. Nein. Ich bin so sauer. Ja. Schön im Visier behalten, ich weiß. Ah, da kann sie nichts tun. Ich bin so gut in Deckung. Ich bin ja so gut in Deckung. Ach du scheiß Erdwurm. Au. Falle. Falle. Ich muss. Elite-Springfalle. Nachladen. Jo, ich muss mal hier ein Schnitzel essen oder einen Gesundheitstrank zu mir nehmen. Ich hab kein gutes Schutz. Ja, dagegen kann ich jetzt auch nichts tun. Aloy, rein in den Säurerachen. Oh, bleib doch stehen. Das sieht gut aus. Jo, Aloy, hau drauf. Ah, scheiße. Sie ist zu nah. Wegklopfen von der Balliste. Ja. Komm schon, irgendein Bauteil werden wir doch ausschalten können. Na komm hier. Schön in die Sprengfalle. Schön in die Elite-Sprengfalle. Ja, bist du eine Schlange. Bist du eine Schlange. Ah, und so viel Schaden gleich. Das machen wir doch nochmal. Au. Au. Ja, das tut sehr gut hier. Ich lad nach. Komm nochmal. Aha.
So viel Leben kann die doch gar nicht mehr haben. Nee, hat sie auch nicht. Komm schon. In den Oberkörper damit. Er schlingelt sich schon ganz schön rum. Au. In die Sprengfalle, wenn es dir nichts ausmacht. Ich glaube, das macht hier was aus. Deckung. Haha. Nein, keine Säure. Au. Schlimmste vorbei. Steilgebirgsscharf. Und Gesundheitstrank. Alles wieder gut. Ja, ja. Oh, voll auf die Rübe. Bei uns hat der Schmerz nachgelassen, aber bei ihr hat er voll zugeschlagen. So, dann wollen wir mal hoch. Endlich. Ich hasse die Dinger. Regal, ich mag die eigentlich ganz gern. Her. Ich muss zu ihnen. Ja, ja. Wär mal schon schaffen. So, nachcraften und ihr Schockbolzen. Geht zum Häuptling. Ja, was denkst du, was ich mache? So, nachgeladen ist. Wer ist böse von euch? Ihr seid böse. Ich helfe doch gern. Ja, zum Thronsaal. Ups. Falschen angevisiert. Lass dich nicht unterkriegen. Sorg dich nicht um uns. Geh in den Thronsaal. Na gut. Wenn sie drauf bestehen, geh mal in den Thronsaal. Hey, ihr sollt euch doch... Wieso laufen die da einfach rum? Die sollen doch mithelfen. Was ist denn das? Ein Leichnam mit Loot innen drin. So mag ich das. Achtung, Decke stürzt ein. Du hast keine gute Waffe für den Kampf. Okay, da war mein Ton kurz weg, warum auch immer. Vielleicht ist mein PC mal wieder überfordert. Das ist unrealistisch. Wie können wir das bitte halten? Nein! Häuptling! Nicht, dass er jetzt noch ein Bein verloren hat. Hi. Willst du aufs Maul? Tja. Dein Angriff war wohl ziemlich schlecht. Und jetzt haust ab wie eine Feiglingin. Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Ich auch. Und wer dann zu Hekaru hält, wird... vernichtet. Warum können wir die nicht gleich ausschalten? Die waren Schussdistanz. Na gut. So, jetzt lass mich in deinen geheimen Keller. Ich stehe doch still. Gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Haben ihr sie seid das? Nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los. Jo, Glück auf. Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Ja, du warst aber zu langsam. Noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Dann gehen wir halt zum Gegenangriff rüber. Weitaus mehr als vereinbart war. Ach, eine Riesenschlange war noch drin. Erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt? Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Ach, danke, Bro. Und erfüll deinen Auftrag. Ich bin ein Haifisch. Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der Zehen. Sehr gut. Und immer schön zwischen den Zehen putzen. Macht's gut, Jungs. Ein wenig überspringen, aber Eloy soll mal schneller machen. Wir können uns, glaub ich, jetzt erstmal auf den Thron setzen. Das haben wir uns verdient.
Wie hieß die AI nochmal? Ah, Aether. Aether. Mama ist da. Sieht aus wie ein Banktresor. Zumindest in meiner Bank sieht so aus. Da, die Konsole. Hi. Na los, Aether. Zeit, nach Hause zu gehen. Mhm. Genau, Gaia ist dein Zuhause. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Alpha Prime. Ah, das finde ich immer noch so cool. Wir wissen, wie man sich coole Sachen ausdenkt. Jo. Okay. Und ab in meinen Arsch damit. Damit zu Gaia. Die Visionen im Hain haben sich verändert. Die Worte der Zehen leuchten uns jetzt ein. Zehen. Das muss die Vision sein, die Häuptling Hikaru vor Jahren sah. Sehr gut für euch. Die Visionen sind verändert. Und diese hier. Gibt's hier noch Loot? Loot! Keine Ahnung, was das hier war, aber sie haben kein Loot für mich. Das finde ich sehr schade. Halte Q gedrückt. Das funktioniert? Ich konnte es wieder auffüllen? Was ist das? Das ist Episode 36 oder so. Und erst jetzt? Oh. Naja. Wir sind noch nicht am Spielende, das passt ja. Ach, die Olle lebt... Nee, doch, das ist die Olle. Lebst ja noch, altes Gemäuer. Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese... erschien gerade. Ja, ja. Steckst du dahinter? Vielleicht. Veränderte Visionen. Oh, das Weiße Haus. Die hier hat Häuptling Hikaru inspiriert. Oder das Kapitol, keine Ahnung. Mehr Zeugnisse der Alten? Hört nun die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Mhm. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Ja, zu Recht. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Ach, die gute alte Zeit. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Mhm. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, hauptsächlich mit mir, Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Hat ja wunderbar funktioniert. Salutiert. Ha. Ja, Servus. Mache ich das jetzt auch? Nee. Ich bin ja deren Anführer eigentlich. Die wissen es nur noch nicht. Ach. Ist es. Ich bin gerührt, nicht geschüttelt. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ah. Ich begleite dich. Nein. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Oh, danke schön. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Zwei Beine und einen anderen Arm? Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? Der ist zumindest sympathisch geworden. Da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Ja, gehen doch jetzt zur Basis. Wir könnten gemeinsam gehen. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir?
Das wird interessant. Willst dir auch flach legen? Ach, meine Fischfresse gefällt mir. Meine Kraft ist gut. Ja, meine Kraft ist deine Kraft. Flugschreibersammlerin, neue Quest. Die können wir wenigstens noch annehmen. Haben Sie Maschinen gezählt, die Rebellen bei einer Geheimorganisation? Und wie war die Antwort? Jo, ich will doch nur die Quests annehmen. Die habe ich schon alle gescannt, oder? Ja, Mitarbeiteranweisung. Das schaffen wir wieder. Nicht ohne mich, aber mit mir garantiert. Hi, was willst du? Immer noch du. Blut der 10, Aloy. Regala abgewehrt. Die Wahrheit der Visionen enthüllt. Deine Haut reicht nicht, um all deine Taten zu verewigen. Dankeschön. Dann müssen wir sie uns einfach merken. Tja, dank dir lebt der Häuptling. Ach, das habe ich doch gern gemacht. Und es gibt Hoffnung. Die gibt's doch immer mit mir. Ich dich nicht sprechen. Ich habe eine Bitte. Eine persönliche. Sowas mache ich aber nicht beim ersten Date. Er war nicht unter den Toten. Das heißt, er muss noch immer bei Regalas restlichen Truppen sein. Okay, ich töte ihn. Er wurde gefangen genommen. Nein. Er trat freiwillig bei. Wie ja, gut. Viele junge Soldaten, die sich durch große Taten hervortun wollen. Ich muss ihn suchen. Ihn überzeugen, heimzukehren. Das kann ich machen. Häuptling Hikaru kann für so etwas keine Soldaten entbehren. Und so stehe ich alleine da. Nein, ich mach das. Es sei denn, du würdest mir helfen. Ja, für eine gute Bezahlung mache ich das. Getan hast. Aber Kavo ist der letzte meines Blutes. Ja, warum jetzt aufhören? Na ja, gut. Ich helfe dir mit deinem Enkel, wenn ich kann. Wo fangen wir an? Laut unseren Spähern verließ Kavos Trupp kürzlich einen von Regalas Außenposten in den Hügeln im Süden. Super, weiß, wo es ist. Muss nicht mehr weiterreden. Entdeckten auch noch eine der unseren, die dort gefangen gehalten wurde. Ja. Dann beginnen wir am Außenposten. Tschüss. Befreien die Gefangene und vielleicht weiß sie, wo Kavos Trupp ist. Brechen wir auf? Ich will die andere Quest noch annehmen. Wir treffen uns dort. Ich muss noch etwas anderes erledigen. Wir treffen uns dort. Ich warte auf dem Hügelkamm südöstlich des Hains. Jo, zum Außenposten nicht zu verfehlen. Gemeinsam. Ja. Viel Erfolg. Dir auch, vor allem auf der Toilette. So, schön viel Ballaststoffe essen. So, jetzt gehen die Leute auch noch hier. So, wo ist die andere Quest? Guten Tag. Selber guten Tag. So, mal willst du. Du bist nicht bei der Sache, oder? Streiterin, wir müssen uns auf deine Stärke und Großzügigkeit verlassen. Jo, könnt ihr. Sag mir einfach, was los ist, Duka. Der Stamm braucht die Arena. Soll ich die wieder aufbauen? Wir sie wieder auf. Ihr braucht die Arena? Aber die Kulrut ist vorbei. Das stimmt. Doch wir benutzen die Arena, um die Moral des Stammes zu heben. Wir nutzen dann sucht euch was anderes. Wir treiben Maschinen rein, sodass die Soldaten in kontrolliertem Rahmen das Töten erleben können. Und das hebt natürlich die Moral. Häuptling Hikaru lässt uns die Arena nicht öffnen, bis die Balliste, die das Feld schützt, repariert ist. Wir brauchen sie, falls eine Maschine Amok läuft. Ja, während gut. Kulrut, ist nicht meine erste Balliste, die ich repariere. Vielleicht ja doch. Ihr wollt, dass ich Maschinen jage und euch ihre Teile bringe. Sag das doch gleich. Wir freuen dich, da jeder Trupp im Hain in Alarmbereitschaft ist. Für den Auftrag gibt es aber auch Vergütung. Stimmt's, Kalla? Natürlich. Wenn die Arena wieder öffnet, wäre ich geehrt, dich zum Wettkampf einzuladen. Das ist keine gute Vergütung. Es wird eine große Vielfalt an Maschinen geben. Und es gibt Preise für dich, wenn du gewinnst. Oh. Nicht nur in der Arena, sondern auch für Medaillen aus den Jagdgebieten. Oh. Die kannst du für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Wieso gebt ihr mir die nicht einfach so? Von einem Rollrücken und Dornrückenstoßzähnen. Hab ich. Diese Maschinen wurden nahe eines Lagerfeuers im Südosten gesehen. Obwohl Rollrücken habe ich noch nicht. Teile zum Schlund der Arena. Ja, Schlund der Arena. Ja. Okay. Rein in den Hain. Eine Sache noch. Wenn du wieder in die Wildnis gehst. Dann was? Ein Auftrag hat mit der Moral der Soldaten zu tun. Einen bedauerlichen. Aha. Jeder Tenakt-Soldat hat eine Marke mit seinem Truppensymbol. Ja, sammel ich auf. Marken von ihren Opfern gesammelt. Diese Marken findest du an Außenposten des Feindes. Ja. Bring sie zu mir, wenn du sie hast. Ich habe ein paar. Ich sorge dafür, dass sie die Kameraden und Liebsten der Soldaten bekommen. Solche sehr gut. Bestätigung kann manchmal die Trauer lindern. Vielleicht und auch nicht. Und es gibt Prämien, falls dich das interessiert. Prämien interessieren mich. Gefunden.
Ich habe nichts hier, um dich zu bezahlen. Bring sie mir zum Schlund der Arena, wenn du kannst. Mach ich. Danke dir, Streiterin. Und bitte vergiss nicht die Teile für die Balliste. Ja, ja. Kriegt ihr. Tschüssikowski. So, Schlund der Arena, Lagerfeuer. Richtung Südosten, um diesen Rollrücken zu finden. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu Gaia, Eloy. So viel Zeit muss sein. Da ist doch ein Lagerfeuer. Oh, neben uns ist auch eins. Egal, ich nehme das andere. Dann ist das auch schon mal aufgedeckt. Dann spawn ich oder kann ich auch schnell reisen und bin nicht gleich bei den Plappermäulern hier. Das ist, glaub ich, so eine Art Flugzeug gewesen. Ein schönes Flugzeug. Ich glaube, fliegen tut's nicht mehr. Wenn dann nur einmal. Ja, finde ich ganz cool. Diese Überbleibsel. So. Jetzt einmal in die Basis schnell reißen. Rebellen-Außenposten. Habe ich den nicht schon abgeschlossen? Das war... glaub, das muss ich mit dieser einen... mit der Omi da klären. Na gut. Schnellreise, Eloy. Wir wollen schnell reisen. Ab in die Basis. Reisen. Bestätigen. Mal sehen, ob wir diesmal drin landen. Das sah ein bisschen anders aus. Wer weiß das schon so genau? Gaia wird sich auf jeden Fall freuen. Und dann ist, glaube ich, Hepatitis B der nächste, den wir brauchen. Basis. Aloy an Basis. Ah, da misch mal hoch. Deswegen ist die ja so gut geschützt. Wäre der Tunnel direkt hier unten? Na gut, da hat jemand schon was in den Fels geschlagen. Wird ja sicher irgendjemand mal interessiert haben, das zu erkunden. Naja, so. Mal sehen, was Gaia uns jetzt sagt. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Weil das in 3 von 3 und dann fehlen irgendwie trotzdem noch 4 Stück. Aber die Festungsbewacher ist auf jeden Fall der Wichtige, der irgendwie im All ist. Nein, ich wollte doch nicht angreifen drücken, ich wollte E drücken. So. Aloy, gut, dass du wieder da bist. Ja, ich will aber erstmal... Ja, ja, ich hab Äther. Überwachungsmodul, Drohnenmodul anschließen. Okay, das Datenmodul ist drin. Supi. Dann lass das mal wieder los. Ich dachte hier... Na egal. Rein mit dem Gaia-Kern. Und... Flömp. Jo, ich hoffe, damit bist du irgendwie nützlich, Gaia. Vielleicht kriegen wir mal eine coole Waffe von dir. Vielleicht auch nicht. Aloy. Mit der Beschaffung von Äther, Poseidon und Demeter hat sich meine heuristische Prozessordichte stark verbessert. Schön für ich dich. Ich sollte nun Hephaestus absorbieren können. Und sollte? Wir haben bei dem Vorhaben, es aufzunehmen, Fortschritte gemacht. Da hat ja wieder annähernd gute, jemand wieder annähernd gute Laune. Hat Peter alle erhältlichen Informationen zu Hephaestus analysiert. Seine Expansion ist gewaltig. Oh oh. Es ist zu groß, um es zu beamen. Und der Kern, den du benutzt hast, könnte es nicht halten. Deshalb muss es an einem Standort mit direktem Kontakt zu mir bleiben. Einem Ort mit 2 Datenkernen. Okay. 2 Kernen? Wo sollen wir so einen Ort finden, Gemini? Eine verlassene Brutstätte in der Wüste westlich von hier. Seismische Aktivität hat die ursprüngliche Konstruktion zertrennt. Haben wir die nicht schon durchforstet? Doch, da war mal drin. 2 Datenkerne gebaut. Da war ich schon. Die Tenakt markierten den Eingang als eine Art rituellen Ort. Wir müssen dich selbst hinbringen. Ich habe ein geeignetes, doch leicht sperriges Transportmittel entworfen. Um Jetpack. Es zu Gemini zu tragen, brauchen wir 2 Leute. Ich kann helfen. Wenn ich auf dem ersten Kern installiert bin, locke ich Hephaestus auf den anderen und stelle ihn so. Dann initiiere ich die Vereinigung. Aber okay. Für den Bau dieser ohne davor essen zu gehen, werde ich eure Hilfe benötigen.
Ja, das können ja die anderen mal machen. Ich denke, ich könnte, aber es wird nicht klappen. Die Zeniths werden dich finden. Probier's doch einmal. Minerva wird deinen Standort nicht verbergen können. Das ist korrekt. Hephaestus zu absorbieren wird einen starken Stromstoß erzeugen, der von jedem, der dazu fähig ist, bemerkt werden kann. Mach doch nichts. Wir können wieder weglaufen. Was, wenn wir mit mehreren Stromstößen die Zeniths hinters Licht führen? Wenn Ahnt, So und Kotalo sich zu anderen Brutstätten begeben und eigene Stromstöße schaffen, würde das den bei Gemini kaschieren? Analysiere. Solch eine Taktik könnte effektiv sein. Ja, ja, du bist eine KI, du hättest da allein drauf kommen sollen. Generatoren bauen können. Das kann selbst ChatGPT. Ich hab's getestet. Hephaestus hat Alpha-Freigabe aus dem Zugangsmodul entfernt. Du wirst ihn niemals fassen können. Doch, doch, das klappt. Dann brauchen wir ein höheres Freigabelevel. Aber es gibt kein... Tadferus Omega-Freigabe. Die er zur Säuberung der Apollo-Datenbank und Tötung der Alphas benutzt hat. Doch um sie zu kriegen, musst du Theben finden. Den geheimen Bunker, Theben, den er sich zurückzog, als die Welt endete. Und niemand weiß, wo er ist, nicht einmal die Zeniths. Ah, bestimmt irgendwo in der Nähe. Die Info war in San Francisco. Mehr brauche ich vielleicht nicht. Alva, die Quinn-Wahrsagerin, sagte, ihre Leute hätten bei Landfall eine Basis gebaut. Sie suchten von dort aus nach Daten in San Francisco. Sie kann uns vielleicht helfen. Nein. Dann mache ich mich wohl auf den Weg nach Westen. Wenn ich weg bin... Das machen wir doch schon die ganze kannst Zeit. Kannst du das Transportmittel und den Impulsgenerator bauen? Ich versuch's. Versuch's besser. Schupi. Seht zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Sehr gut. Ja, hat Baal wohl zwei Frauen am Start. Ciao, Gaia. Immer Doch nett mit dir. Haben die Quen an der Küste eine Fähre, mit der sie zu den Ruinen von San Francisco fahren. Da muss ich hin. Ja, da müssen wir hin. So, so will noch ein bisschen quasseln. Aloy, es ist mir gelungen, einen weiteren Raum bei den Servern zu öffnen. Aha. Alles klar. Au, dieser Fokus will mich umgehen. Schön, dass die KI zum Öffnen von Türen verwendet werden kann. Hi, so. Aloy. Du gehst weiter nach Westen, jenseits des Tenakt-Clan-Gebiets? Ja. Weißt du etwas über das Gebiet? Nein. Nur hören sagen. Die Utaro erzählen Geschichten von einer Insel jenseits der Westküste. Sie nennen sie die Insel der Türme. Interessant. Es heißt, die Alten hätten dort Türme gebaut, die den Himmel berührten, um weit weg von der Erde zu sein, die sie gebar. Als wollten sie nicht erinnert werden, dass sie einst zu ihr zurückkehren. Vielleicht. Irgendwie etwas, das Ted Farrow tun würde. Hat die überhaupt eine Ahnung, wer das ist? Heilung der Landgötter. Macht dein Plan für die Landgötter Fortschritte? Ist der Neustartcode bereit? Ist er. Aber vor uns liegt harte Arbeit. Ja, dann ranklotzen. Gaia hat mich gewarnt, dass die Landgötter in einem Netzwerk verbunden sind. Nein, das sind. Ist immer schlimm. Alle geschickt werden. Die meisten sind in Reinklang. Doch in den letzten Jahren sind drei fortgezogen. So, Ti und Do. Nein. Wir müssen sie finden? Nein, wir wissen, wo sie sind. Sie sind schwer zu erreichen. Das macht doch nichts. So lief in einen See und versank. Do verschwand in einer gefährlichen Schlucht. Und Ti brach in einer Herde Maschinen zusammen. Okay, in Ordnung. Du gehst nach Reinklang und kümmerst dich um die Landgötter dort. Ich übernehme So, Ti und Do. Ich brauche ihre Positionen und den Neustartcode. Ich schicke dir die Daten zu. Dankeschön. Mein Volk baute Schreine, wo die Landgötter gefallen sind. Wenn du sie siehst, bist du in der Nähe. Supi. Und nochmal. Danke für deine Hilfe. Ja, ich krieg ja Fertigkeitspunkte dafür. Nicht verhungern so. Versprochen. Es gibt genügend Nabelschweine für alle. Das verstehe ich nicht mit dem Hunger. Verabschieden. Ich muss jetzt gehen. Hoffentlich kriege ich, was wir brauchen, um... Und so viele Eulen, die man fressen kann. Brauche ich die Hilfe von euch allen. Wir sind bereit. Ja, ja. Haltet euch auch bereit. So will noch jemand quatschen. Leute, in der Kiste sind noch Vorräte. Bedien dich. Danke, dass du mich dran erinnerst. Nehme ich natürlich. Sehr schön. So, hier neue Quest. Neue Quest. Anscheinend funktionieren einige Hologramme jetzt. Ich habe die Displays umfunktioniert, um Regalas Aktivitäten in der Region zu verfolgen. Eine nützliche Kriegskarte. So, was willst du? Solange du willst. Oh. Ich muss jenseits der Westküste reisen. Zu den Ruinen, die im Nebel liegen. Eventuell ja. Ich suche nach einem Stamm, den Quen.
Ich bin ihnen schon einmal begegnet. Oh, ja. Sie sagten, sie kommen von jenseits des großen Ozeans. Ich hatte gehofft, die Tenakt wüssten mehr über sie. Hm. Es gab Gerüchte von Eindringlingen in dem Gebiet, aber wir dachten, es wären nur Banditen. Hekaro hat Patrouillen entsandt, aber ich habe sie nicht zurückkommen sehen. Na, wir werden schon irgendwas finden. Wie du weißt. Tut mir leid. Mehr weiß ich nicht. Brauchst du auch nicht. Was willst du von mir? Ich schätze, ich finde es früh genug heraus. Da ist etwas, das ich mit dir besprechen wollte. Ja. Es ist persönlich. Wenn du einen Moment... Länger als 2 Minuten brauche ich eh nicht. Natürlich. Du hast gesagt, du willst mit mir über etwas reden? Ja, vor 10 Sekunden, Aloy. Besprochen. Sie sagte, dass die Zeniths Metall mit Fleisch verbinden, um sich stärker zu machen. Könntest du mir helfen, das ebenfalls zu tun? Eventuell ja. Du möchtest dir einen Arm machen. Ja. Ja, das kriegt man hin. Sie könnte solch ein Ding bauen, wenn ich die nötigen Daten und Materialien beschaffe. Sie glaubt, diese Dinge gibt es dort, wo Beta sich vor den Zeniths verbarg. Ihr altes Forschungslabor. Kann man nicht einfach ein Maschinenteil dran bohren? In der alten Welt wie du. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ja, das kriegt man hin. Es könnte gefährlich werden. Die Zeniths beobachten diesen Ort womöglich noch. Wir hatten schon beim ersten Mal Glück, lebend rauszukommen. Verstehe. Aber klingt, als wäre es das Risiko wert. Bei den Zehn, wir werden es durchziehen. Ja, ziehen wir sie durch. Gut. War's das? Verabschieden. Ich muss jetzt los. Ciao. Ich habe einen langen Weg vor mir. Falls du Verstärkung brauchst. Ich weiß, wen ich frag. Ich rufe dich, wenn ich beim Zenith-Labor bin. Holen wir dir, was du für deinen neuen Arm brauchst. Danke, Aloy. Ach, dafür doch nicht. So, dann können wir, Überwachungsansicht. Finde Alva draußen. Da geht's, zu Gaia. Hier geht's raus. Gut, dann schauen wir noch kurz auf die Karte. Und dann würde ich sagen, reicht das auch schon für die Episode. Aber wir gehen zum nächstgelegenen Lagerfeuer und schauen nochmal. Vielleicht finden wir was wir beim nächsten Mal machen werden. Wenn du unterwegs Vorräte brauchst, solltest du nach Schluchtrand gehen. Sehr gut. Das ist ein Dorf des Tiefland-Clans, südwestlich des Hains, im Herzen des Dschungels. Ja, okay. Im Dschungel. Danke. So, Karte. Was gibt's denn? Werkstatt Tau abgeschlossen, Brutstätte Mu, Gemini war doch hier in der Nähe, Rebellenaußenposten haben wir auch noch, Kappa auch, wo sind denn die ganzen Brutstätten? Da ist eine Unbekannte und hier ist immer noch kein Langhals zugänglich, finde ich immer noch ein bisschen komisch, wie heißt denn die nächste Hauptquest? Pharaohs Grab, Stufe 26, die Hammer. Und Fertigkeiten können wir einsetzen. Was machen wir denn? Fallenstellerin. Das hat mir relativ gut gefallen. Durchdringendes Seil. Damit kann ein Seil abgefeuert werden, das an einem beliebigen Teil des Gegners auch Rüstung hängen bleibt. Ah. Und dann haben wir flinke Handwerkerin. Warum nicht? Dann haben wir schnelle Fallenstellerin. Auf jeden Fall her damit. Und dann haben wir noch einen Fertigkeitenpunkt. Nahkampfschaden. Energetisierte Dauer. Luftschlitzer, Absprung. Auch das hört sich eigentlich alles ganz lecker an. Was haben wir hier noch? Leise Bewegung. Warum nicht? Ich mag's, wenn ich nicht so laut bin beim Treppe laufen. So, hast du neues Zeug für mich? Ja. Kaufe ich. Und Sucher. Du hast aber gutes Zeug. Leuchtsprenger, Scharfschussbogen, auch richtig gut. Guckt euch mal den Abrissschaden hier an. Erstmal den Jägerbogen kaufen. Kaufen und ausrüsten. Einmal nach links und den nächsten nach rechts. Oh, das klappt sogar. Ich kann ihn mir kaufen. Der Stachelwerfer oder der Bolzenschießer wäre natürlich auch geil. Ah, der ist richtig, richtig gut. Also, kaufen und ausrüsten. Ja. Und wir können uns kaufen. Das ist klasse. Was nehmen wir? Den Stachelwerfer
oder den Bolzenschießer. Ich wäre für den Bolzenschießer. Nein, her mit dem Bolzenschießer, bevor es dir anders überlegst. Kaufen und ausrüsten da unten hin. Und ich krieg den Stachelwerfer auch noch. Das ist ja wie Weihnachten und Neujahr an einem Tag. So ungefähr. Ja, und den Sucherjägerbogen kriegt man leider nicht, aber das ist schon okay. Osaram Schlechterin. Utaru Hartgewebe haben wir schon. Ah, das wäre eine feine Rüstung. Schaut euch das an. Ich glaube, die wäre gar nicht so schlecht. Die sieht auch richtig, richtig gut aus. Nicht nur Aloy. So, haben wir hier irgendwo ein Vorratslager? Ja, ja. Munition mit Plasmaschaden. Na gut, dann würde ich aber tatsächlich sagen, reicht das für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.